Da ist auch tatsächlich Audio vorhanden. So, das hier wird jetzt lustig. Wir müssen nämlich einmal komplett rum. Ihr werdet sehen, warum. Und das sind die Gegner, die ich meine. Diese Drax-Klone haben so unglaublich viel Leben, wenn man versucht, normal auf die drauf zu prügeln. Und ich habe es die ganze Zeit mit Heilen versucht. Ich zeige euch einmal, wie viel Heilen an den Dingern macht. 52. Heilen kostet wie viel Core? 10. 52 für 10 Core. Das heißt, für so eine Core-Rune kann man das 2,5 Mal casten. Das sind dann immerhin 125 HP. Mit Aufrundung lasst es 130 sein. Und man könnte stattdessen einfach machen. Jetzt hat er schon nicht mehr ganz so viel. Und das war's. So einfach kann das sein, wenn man das weiß. Ich habe so ewig lange auf den Dingern rumgeprügelt. Und da liegt was. Ein roter Chorschlüssel. Und dadurch, dass wir das Ding aufgenommen haben, gehen jetzt ganz viele Türen auf und zu. Wir haben nur einen Ausgang, wir können nur einen Weg nehmen. Hier gibt es wieder Maden, an denen wir vorbeikommen. Das finde ich schön. Gefällt mir sehr gut. Und ratet mal, was hier steht. Nur diesmal hat er Verstärkung. Aber wir lassen uns nicht lumpen und heilen erstmal alle. Ist natürlich ganz gut, dass die Made sowieso noch voll ist, sonst hätte ich das jetzt vielleicht nicht getan. Und Maya darf ihm ein Füllhorn reichen. Jetzt gucken wir, was der Heatseeker so macht. Ob das vielleicht schon reicht für die Schädel? Ah, knapp nicht. Und vor allen Dingen für den in der Mitte reicht's nicht. Dann isst doch noch mal ein Brot. Der dürfte jetzt noch ungefähr 50 haben. Ja, schade. Gut, wenn Maya jetzt eh wieder dran ist, machen wir nochmal einen Heatseeker. Dann müssten die Schädel hinfort sein, theoretisch. Ja, sind sie. Dann füttern wir den Draxverschnitt nochmal mit einem Brot. Und jetzt prügelt man auch fröhlich auf der Made rum und alles wird gut. Sehen, dass man Lett nicht dabei trifft. Ja, als man verstanden hat, dass man Untote nicht nur durch Zauber, sondern auch durch Essen heilen kann, und da liegt noch sowas rum, sind die Kämpfe um einiges einfacher geworden. Und um einiges kürzer vor allen Dingen. Jetzt passiert der gleiche Spaß wie beim ersten Schlüssel nochmal auf der anderen Seite.
Wenn ihr das, euch das Layout hier mal so anschaut, dann könnt ihr euch schon ziemlich gut vorstellen, was jetzt an den nächsten zwei Ecken passieren wird. Genau das. Genau, da ist jetzt nämlich zu, da würde es zur Mitte und rausgehen. Darf ich hier mal vorbei? Nein, schade. Da kommt wieder das Madengeschwader runter. Ist immer schön, wenn die so Nahattacke auf Badu geht, weil der kriegt ja passenderweise reduzierten Sonarschaden. Schon von Haus aus, ohne dass man ihm was dafür anziehen muss, sowas wie einen Hörschutz zum Beispiel. Ja, der kriegt halt nur 6 statt 40. Und eine letzte noch. Wird jetzt eine Combo-Attacke. Einmal alle drauf. Das sollte dann reichen. Tut es tatsächlich so schon. Ich sehe gerade, wir können mal Core einwerfen. Dann haben wir auch wieder was auf Vorrat. Und wir wussten doch alle, dass hier so ein Viech steht. Wir machen das genauso wie eben. Wir heilen alle. Schädel schreit. Dann reichen wir ein Füllhorn. Rot. Ja, könnt ihr mal sehen, was der für einen Schaden macht. Der macht einfach mit einem Schlag macht der 109. Also wenn man die nicht so rausnimmt, dann sind die Kämpfe wirklich, wirklich bitter. Wir können ja den auf der letzten Seite können wir ja mal regulär machen, ohne Heil-Items. Einfach nur, damit ihr seht, wie mühselig das tatsächlich beim ersten Mal war. So, Maya müsste sie eigentlich ausschalten können. Ja, kann sie. So, Schlüssel mit. Jetzt gehen wieder ganz viele Türen auf und zu. Wir gehen zum letzten Schlüssel.
an denen kommen wir vorbei. Dann würde ich einmal alle voll machen. Und wir machen den letzten Kampf einmal regulär, ohne dass wir die Gegner wegheilen. Werdet sehen, man macht ohne Heil-Items wirklich nicht so viel Schaden an dem Dicken. Respektive, ich habe ja auch kaum draufgehauen beim letzten Mal. Ich habe immer den Heil-Zauber gemacht. Heißt 50 mit jedem Mal, also 16 Mal zaubern. Und draufhauen macht halt mal einfach nur 30 Schaden. Okay, bei Maya immerhin 50. Aber zaubern kann man ja schon auch nur mit einer Aufladung. Das heißt, ich habe es tatsächlich immer mit LED gemacht. Schaden. ...74 Schaden. Und ich glaube, Maya macht tatsächlich mit der Heilung direkt weniger Schaden als Led, oder? Wie war das? 40. Jo, macht weniger. Na, kommt wieder das Madengeschwabbel. Und der hat noch was Fieses drauf. Der da. Mal gucken, ob wir es zu sehen bekommen. Ich würde das, glaube ich, sicherheitshalber mal vorbereiten, falls es passiert. Oder? Ack, komm, wir heilen durch. Wird schon alles gut gehen. Ja, 140 mit einem Schlag. Selbst heilen. Er macht halt mit einem Schlag mehr Schaden, als wir heilen können. Ich habe schon wieder aufgehört mitzuzählen. Ja, 110. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich Kämpfe etwas schwierig fand, als ich noch nicht mit Heil-Items gearbeitet habe. Absolut machbar, aber auch absolut nervig. Kann Maya eigentlich direkt mal was essen, wenn wir schon dabei sind? Ich habe es auch mal mit einer Anrufung von Kyra versucht, aber die macht ungefähr doppelten Schaden und das hat sich in meinen Augen nicht gelohnt für die Kosten. Ich kann es gerne nochmal demonstrieren gleich. Kostet ja nichts.
wir müssen Lett erst nochmal heilen, fürchte ich. Ist eine Wurzel. Kriegen aber nicht ganz so viel Schaden wie Lett. Anrufen Kyra. Und dann haben wir gar keinen Chor mehr. Deswegen, das ist ziemlich teuer, diese Anrufung. Und sie macht halt gerade mal doppelt so viel Schaden, als wenn ich einfach nur heilen würde. Mal von Heil-Items ganz zu schweigen. Ich habe auch ein paar andere Sachen ausprobiert, die machen alle keinen Schaden annehmen. Also nicht keinen Schaden, aber wenig Schaden. Weniger, als wenn ich einmal draufprügeln würde quasi. Deswegen habe ich es dann wieder sein gelassen, bin wieder zurück auf die Heilungs hier gegangen. Heilungsschicksalskarte. Und ganz am Ende fiel mir dann ein, du hättest ja auch einfach mal Heil-Items benutzen können. Das ist krass, wie oft Badu daneben haut. Dabei ist sein Strike eigentlich gar nicht so niedrig. Wir gucken gleich nochmal, wie hoch er ist. Ja. So lang dauert der Kampf, wenn man nicht einfach ein Füllhorn auf ihn drauf schmeißt. Du hast 403 Strike. Warum haut der so oft daneben? Ich habe immer das Gefühl, das gehört nicht zum Hintergrund, aber doch tut es. Kommt, nimm mit. Jetzt haben wir alle vier Farben. Jetzt gehen wieder ganz viele Türen zu und auf. Ja, und jetzt müssen wir durch denselben Weg, über den wir hier reingekommen sind, auch wieder rausgehen. Natürlich gibt es auch noch einen Kampf hier auf dem Weg. Wie sollte es auch anders sein? Aber ich kenne da einen lustigen Trick. Ne? Der ist doch schön. Gefällt euch auch, oder? Er lacht. Ich glaube, es gefällt ihm. Er auch. Gefällt ihm auch. Ich glaube, er ist ein bisschen angepisst. Weiß gar nicht, warum. Kann sich doch freuen, dass er mal geheilt wurde. Okay, Aufladung von 2 ist schon zu viel. Hm. Trifft nicht mal. Da reicht eine 2. Reicht seine 1 vielleicht schon?
tatsächlich reicht sie. Ja, Pathfinding funktioniert. Das Problem hatte ich beim letzten Mal auch, dass Maya partout nicht durch diese Tür wollte. Jetzt aber. So. Wir können zurück. Hier hat jetzt natürlich auch alles respawned. Wie sollte es auch anders sein? Heißt, wir werden hier gleich erstmal Erwählten begegnen. Genau, den. Bitte trifft, dann ist er weg. Natürlich trifft er nicht. Was ist nur mit Badu los? Warum trifft er so schlecht? Oder ist das meine subjektive... mein subjektives Empfinden oder trifft er wirklich so unglaublich schlecht im Verhältnis zu allen anderen? Dafür, dass er halt so eine langsame Aufladung hat, müsste er eigentlich alles weghauen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Badu mehr daneben haut als alle anderen. Und wir haben eben nachgeguckt, der Strike-Wert ist ziemlich hoch. Rüber, hoffen, dass die Helgax nicht in unserem Weg stehen. Das sieht gut aus. Und rennen hier in die nächste erwählten Gruppe rein. Und der wir vorbeikommen. Wie schön. Und in hier rennen wir voll rein. Sind nur zwei. Wenn Badu trifft, geht das relativ schnell. So, wir werfen direkt was Brot rein. Und dann geht's runter. Oder hoch, oder was auch immer das sein soll hier. So, wofür haben wir jetzt die Schlüssel gebraucht? Da ist eine grüne Tür, da ist eine gelbe Tür, da ist eine blaue Tür und da oben ist eine rote Tür. Wir stecken den roten Schlüssel in die grüne Tür. Und alles nur, um Schalter zu drücken. Weil da unten kommen wir nicht lang. Rechts unten, da sind ganz viele Zwischenräume, da kommen wir nicht mit Schlüssel lang. Ärgerlich. Und ich glaube, der Schalter war einfach nur... Nein, der war nicht hier durch, dann war er hier nebenan. Da ist er.
hier geht's raus. Und hier geht's raus. Und wir stecken den blauen Schlüssel in die gelbe Tür. Wo war's? Einmal komplett durch. Hier sind Roboter, die kann man dann auseinanderschrauben, habe ich gelernt. LED. Schraub mal auseinander. 48 ist aber nicht so viel, oder? Ich mache das trotzdem weiterhin. Ist ja nur noch eine Aufladung, das heißt, unterm Strich, statt einer vollen Aufladung, sind das schon mal 150 Damage. Klingt durchaus erstrebenswert. Und die Core-Kosten halten sich auch im Rahmen. Wie viel machst du mit einer Dreier? 87, okay, das Reparieren lohnt sich. Also entweder Badu haut daneben oder Badu macht null Schaden. Was ist falsch mit ihm? So, der ist auseinandergeschraubt. LED ist so ein bisschen MVP hier. Jo! Ist sie tatsächlich. Ich schmeiß direkt eine Core-Rune rein und heile nochmal alle. Core-Artefakt sogar. Da ist eine gelbe Tür. Wir haben aber keinen gelben Schlüssel mehr. Schade, schade. Da sind Hellgaks. Die kann man, glaube ich, nicht auseinander reparieren. Ja, auf der Badu könnte er das weitermachen, das ist gut. Nee, nicht auf Maya, auf Badu. Okay, jetzt hat LED auch mal daneben gehauen. Maya hat es alleine geschafft, das ist nicht schlecht. Er hat getroffen. Ich bin überrascht. Dann haben wir diesen Schalter. Und da steht eine Kiste. Die müssen wir uns natürlich jetzt nicht holen, aber da ich sie ursprünglich auch geholt habe, gehen wir da jetzt auch nochmal hin. Es war, glaube ich, gar nicht so was Berauschendes drin, aber wir gehen trotzdem mal hin. Ja, ein Titanring. War, glaube ich, Power oder sowas, oder? Verleiht mir Vitalität, ja. Kann man machen. Lohnt sich irgendwie nicht so. So, dann gehen wir jetzt wieder in die Mitte und nach oben. Und verheiraten mal den nächsten Schlüssel mit der nächsten Tür.
gleiches Spiel. Einmal Schalter suchen. Der kann ja quasi nur hinten durch oder rechts in dem Arm sein. Zwischendurch noch ein paar Gegner wegbashen. LED repariert. Nee, auf Badu. Reparatur. Wie jetzt auch noch auf mehrere? Das wird jetzt aber fies. Reicht. Reparieren. Na, trifft er? Wow! Reparieren. Die sind weg. Ich hau einen Trank hinterher. Hier ist er nicht, alles klar. Dann geht's hier rein. In den nächsten Kampf. Mit Schädeln. Das können wir ja glücklicherweise schon. Nein, nicht Schicksalskarten. Einmal alle heilen. Ist doch mal was. Na, er war selber erst dran. Ist doch mal was. Hau drauf. Guten Hunger. So, und hier müsste jetzt eigentlich irgendwo... Da ist der Schalter. Die Viecher haben wir ja gerade schon gesehen. An denen kommen wir wahrscheinlich auch nicht vorbei. Na, doch. Cool. Ja, dann nehme ich so. Und letzter Schlüssel, letzte Tür. Die haben wir mit Gelb aufgemacht und die haben wir mit Grün aufgemacht. Und wo ging's? Da ging's. Na, komm, geh. Pathfinding ist schwierig, ich weiß, aber du kriegst das hin, Maya. Um den kommen wir auch irgendwie rum. Und dann müssen wir in die nächste Gruppe reinrattern. Die schon wieder aus den Sprechkameraden besteht. Dann würde ich doch vorschlagen... Einmal alle. Und einmal du. Oh, reicht nicht. Dann hat er noch 100. Den haben wir noch nicht gesehen.
Ja, regulär bekämpft ist er echt böse. Gut, dass ich jetzt ein bisschen tricksen durfte. So, hoch geht's. Und an dieser Stelle habe ich es erfolgreich nachgestellt. Ich habe 1,5 Stunden gebraucht. Ich habe gedacht, ich könnte mehr einsparen. Aber an der Stelle verabschiede ich mich und beim nächsten Mal geht es mit der normalen Aufnahme weiter. Die funktioniert nämlich ab hier wieder ganz normal. Also, bis zur nächsten Folge.